Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es ist völlig legitim, nachvollziehbar und verständlich, nachdem wir im letzten Plenum die Punkte hier beschlossen haben, die breiter Konsens zwischen allen Fraktionen in der Verfassungskommission waren, hier noch einmal die Punkte einzureichen, die den Fraktionen besonders am Herzen liegen. Und Herr Kollege Kamieth, das ist nicht ein Diskreditieren der Verfassungskommission, ganz im Gegenteil, weil letztlich waren es Sie, es war es die CDU-Fraktion, die an wichtigen Punkten auf der Bremse stand, blockiert hat und einen breiteren Konsens verhindert hat. Und deshalb sind wir sehr froh, dass wir hier einige Punkte noch mal einbringen können. Und ich finde, das Anliegen der FDP hat ja durchaus seinen Charme. Wir haben das von Anfang an gesagt, dass eine Einführung der Individualverfassungsbeschwerde durchaus erstmal sympathisch klingt. Dass man denkt, wenn es dazu beiträgt, dass der Zugang zum Recht erleichtert wird, wenn das Vertrauen in Rechtsstaatlichkeit gestärkt wird, wenn die Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit der Verfassung und damit letztlich auch mit Nordrhein-Westfalen gesteigert wird, dann gibt es durchaus Gründe, die dafür sprechen. Es wurde ja schon gesagt, 11 andere Länder bieten diesen Rechtsweg an. Doch das, was im Punkt Individualverfassungsbeschwerde offen geblieben ist, das beantwortet die FDP mit diesem Gesetzentwurf leider nicht. Und deshalb möchte ich noch mal sagen, warum ich da gerade große Bedenken habe, wie das angelegt ist. Der Punkt der Rechtsschutzlücke. Wir sehen keine Rechtsschutzlücke in der Gewährung von Grundrechten. Wir bezweifeln das. Sie argumentieren in Ihrem Gesetzentwurf eher rechtssystematisch, aber es ist aus unserer Sicht nicht zwingend erforderlich. Weil wir ein Verfassungsgericht haben, sollte man es auch anrufen können. Das kann man mal so stehen lassen. Aber das, was Sie beschreiben, das ist uns eher zu klein und zu wenig, um diesen Aufwand zu betreiben. Sie garantieren eben durch Artikel 4 Absatz 1 der Landesverfassung bezogene Grundrechte aus dem Grundgesetz. Und das, was die überschießenden Grundrechte in unserer Landesverfassung sind, was das in der Rechtsfolge beim Klageweg heißt, das lassen Sie offen. Also wenn wir uns beispielsweise den Punkt ansehen, was heißt das bezogen auf das Recht auf Arbeit? Was würde die Rechtsfolge sein, wenn ein arbeitsloser Mensch aus Nordrhein-Westfalen klagen würde und dieses Grundrecht einfordert? Ein weiterer Punkt, Subsidiarität. Wir wollen selbstverständlich keine Instanzen der Grundrechte. Sie lassen das völlig offen. Wir wollen keinen Wettlauf mit Karlsruhe. Ist es eine Folge? Kann man nach einer gescheiterten Klage in Karlsruhe dann noch mal nach Münster gehen? Und wie soll das denn ausgestaltet werden? Also das bleibt völlig offen. Die Kosten des Rechtswegs, sie könnten hier aufgezeigt werden. Sie haben auch definiert, wie viele Richterinnen und Richter verankert sein sollen, dass das selbstverständlich auch was kostet. Und Rechtsstaatlichkeit kostet auch was. Das teilen wir. Aber wenn Sie selber schon im Gesetzentwurf den Aufwand der abgewiesenen nicht zulässigen Klagen jetzt schon bei 95% sehen, dann bleibt das völlig unklar, was das heißt. Weiterer Punkt ist die jetzige Angliederung ans OVG. Wie das in Ihrer Vorstellung angesiedelt werden soll, ist auch völlig unklar. Und deshalb, wenn Sie nicht im weiteren Verfahren Ross und Reiter nennen, können wir dem so nicht zustimmen. Wir teilen aber Ihr Anliegen und sind durchaus gesprächsbereit und freuen uns auf die weiteren Beratungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hanses. Für die Fraktion der Piraten spricht der Kollege Sommer.